Hallo, hier ist wieder euer WeHoggleP. Zurück bei Let's Play Sim City, meiner Bestrafung. Mit dabei ist auch wieder... Kapalab. Wieso? Ich verstehe es nicht. Keanu ist. Okay, Leute. Wir, was machen wir als nächstes? Müssen das Jahr nochmal beenden. Ach, es ist erst September, so schnell geht das Jahr nicht rum. Es ist schon Oktober. Verdammt, das Jahr vergeht wie im Flug. Ja, ich habe mir gerade einen Ventilator angemacht, eine schöne, kühle Brise donnert mir ins Gesicht. So, wir gucken jetzt mal weiter, was es uns noch gibt. Was ist das? Genau, das sind Kartenkurven, Steuern, Geschichte samt Umfrage, nicht? Geschichte? Immer die Umfrage. Unterstützen Sie den Bürgermeister? 0% sagen ja, 0% sagen nein. Wieso kann ich das nicht lesen? Ich weiß nicht. Ich komme nicht mehr raus. Was ist das? Okay, die ROM ist irgendwie verbuggt. Kann das sein? Soll ich die mal mit Setznässe testen eben? Nee. Wir spielen's mit verbuggt. Da kannst du Katastrophen heraufbeschwören. Ja, bei einer der Katastrophen erscheint sogar Bowser. Okay, auf geht's. Ja. Irgendwo muss Bowser auftauchen. Ach, dann muss er halt das Industriegebiet töten, so. wie will ich den Te... Muss er irgendwie wieder rauskommen. So. Gute Arbeit! Ja, gute Arbeit, du hast Bowser beschworen! Bowser in Angriffsmodus. Oh mein Gott! der König der Koopas suchte der Stadt nach seinem beiden Erzrivalen Mario und Luigi. Leider vermisst er dabei alles, was in sich wieder wegkommt. Löscher die Brände und reparieren alle Schäden, bevor er ein weiteres Mal kommt. Ich mache lustige Übungen. Bowser kommt. Bowser hat Räder. Ja, warum? Das weiß ich. Irgendwo muss Bowser jetzt sein. Auf der Karte, ja, da. Und wie bringe ich ihn jetzt nochmal um? Du wartest so lange, bis er weg ist. Ich kann ihn nicht töten? Nein. Das wäre auch. Sin City ist kein Killerspiel. Damit das mal klar ist. Okay, na gut. Und was ist das hier? Spielgeschwindigkeit. Ja, das soll er langsam bleiben. Schön gechillt. Oder sollen wir es so machen? Nochmal. Okay. Wieso komme ich hier nicht mehr raus? Jetzt. Du merkst einfach nur die Tasten nicht. Wahrscheinlich sind dann diese Werkzeuge die Optionen. Kann ich mir gut vorstellen. Hä? So, okay. Wir haben jetzt zwei Wohngebiete. Das ist noch ein bisschen wenig. Aber eins der beiden Wohngebiete wird wahrscheinlich vielleicht platt sein. Das ist egal. Was passiert schon mal? Wo ist Bowser denn? Was macht er denn? Bowser. Bowser? Er scheint aber schon was vielleicht nicht, weil du diese Ansicht drauf hast. Meinst du? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon Dezember. Bowser? Egal. Ja, ein paar Wohngebiete noch dazu, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, das ist eine schöne Sache. Dann würden wir noch ein paar dazu haben, würde ich auch sagen. Feuerwehr und Polizei. Brauchen wir auch. Wäre wichtig, ja. Ich finde das eigentlich blöd, dass du hier nicht einfach weitergehen kannst. Doch, jetzt macht das auf einmal. Das wollte ich nämlich die ganze Zeit schon. Wahrscheinlich musst du nur bis zum äußersten Rand gehen. Ah. Ich würde mir vorstellen, ist bei manchen Spielen so. Okay. Wollen wir hier noch eins hin? So ein bisschen abseits. Denk dran, die Typen sollen auch Nachbarn haben und nicht alle. Die wollen sich auf jeden Fall. So nebeneinander bauen? Okay. Machen wir hier so eine schöne große Siedlung hin. Das wird wahrscheinlich nicht gehen mit der Straße hier, ja? Okay. Apropos, die sollten wir mal so ein bisschen miteinander verbinden. So. Ja, du musst die Verbindungen herstellen. Toll, jetzt hast du da einen Tunnel gebaut. Das ist egal. Yo! Noch ein Tunnel, ey, wie sehr gute Tunnel Verkehrsführung ist das hier. Mein Gott, was habe ich ja noch nie gesehen. Komm, da geht hier auch noch eine Straße hoch. Ich glaube, du kannst ein richtiges Tunnelwirrwarr da bauen, wenn du zwischen diese beiden Tunnel noch eine Straße setzt. An die Ecke da.
Das wird gut. Was ist das für... Und die Straße führt einfach nirgendwo hin, aber ist egal. Die führt einfach durch... Na gut, in... Die führt durch ein Haus durch und in ein anderes hinein. Was ist das für eine bescheuerte Straße? Du solltest niemals Präsident werden oder eine Stadt bauen. Das ist richtig. Und ich habe endlich herausgefunden, wie das gerade ging hier mit dem... Ich muss einfach A drücken, dann kann ich hier hinzoomen, wo ich will. Ah, das ist sehr praktisch. Ah, ich muss nur A drücken, dann kann ich hinzoomen, wo ich will. Ah. So, noch eine schöne Straße ins Gewerbegebiet rein. Das wollen wir ja alle, das Gewerbegebiet gut erreichen. So. Da führt wahrscheinlich Straße hin, aber scheiß drauf. Ist egal, so, dann machen wir hier noch, um es völlig zu verwirren, machen wir noch sowas. Das ergibt zwar überhaupt keinen Sinn. Kann es sein, dass das gar kein Tunnel, sondern so eine Art Kreis ist? Ich denke auch, ja, so eine Art Kreisel. Hoppala, was habe ich jetzt gemacht? Ich führt einfach das immer schön im Kreis. Du hast die Straße aus dem Industriegebiet gerade eben rausgenommen. Das wollte ich eigentlich nicht. Wie viel Kreisverkehr hat die? Oh mein Gott. So, jetzt! Was für eine Verkehrsführung! Das sieht aus wie das Yin-Yang-Zeichen. Ey, da gibt doch keiner mehr. Okay. Ey, wie soll man denn da fahren? Ja, das ist nicht mein Problem! Später fahren da ja auch Autos auf den Straßen. Ich frag mich, wie das dann aussehen wird. Ja, ist gut. Ist gut. Wer hat eigentlich jetzt hier noch Vorfahrt? Ich glaube, der von links reinkommt, oder? Oder der von rechts? Oh Mann, das macht keinen Sinn. So. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch genug Zeit. Wir haben erst 7,5 Minuten. Ja, dann wird's dann halt Zeit für deine erste Aufgabe, die du, du bekommst. Wird Zeit. Okay. Du darfst uns verraten, wieso Wild Wars und auch Zelda Ocarina of Time die beschissensten Spiele der Welt sind. Und wieso sie sich niemand kaufen sollte. Oder gar spielen. Das ist hart. Das ist echt Minuten Zeit. Ich werde jetzt aus dem Vollbild rausgehen und dir gleich sagen, ab wann du starten darfst. Ja, dann Moment, cool Timer. Ich habe hier so einen Timer. Den stelle ich jetzt auf 5 Minuten und du darfst anfangen ab jetzt. Okay, also folgendes. Ja, Ocarina of Time und Lilith Wars sind ja nun wirklich also grauenhafte Verbrechen, die Nintendo da gemacht hat. Also, ich meine, die Spiele sind einfach... schlicht und einfach Kacke, ja? Muss mal ganz klar so sagen. Ich meine, Ocarina of Time, was haben sie sich dabei gedacht? Weißt du, gehst da hin, spielst hier so einen kleinen Jungen, ein kleiner Junge, ja, der auf einmal bestimmt sein soll, die Welt zu retten. Wie abwegig ist das denn bitte? Also, entschuldigt. Also, da muss ich sogar meine ganzen Straßen hier abreißen, ja? Weil ich mich schon wieder so darüber aufrege, wie man so ein Spiel so scheiße umsetzen konnte, einfach. Das ist unglaublich. Also ich meine, Link ist 8 Jahre alt. Hallo, 8! Sein Alter wurde nie genannt. Er ist 8! Dann müsste er nach 7 Jahren 15 sein, das kann nicht hinkommen. Nee, das kommt nicht hin. Ich weiß es nie. Manchmal heißt er, wer 8, manchmal heißt er, wer 12. Aber für 12 sieht er wiederum ein bisschen jung aus, finde ich. Aber egal. Auf jeden Fall, dieser Link... Dieses kleine Früchtchen, muss man ja wirklich so sagen. Verlässt auf einmal den Wald, verlässt all seine Freunde, nur um so eine komische Prinzessin aufzureißen. Das geht nicht. Das ist einfach... Es ist so einfach abwegig, was Nintendo da gemacht hat. Ganondorf. Ich meine, warum hat der grüne Hautfarbe? In dem ganzen beschissenen Spiel gibt's keinen Menschen mit grüner Hautfarbe, aber Ganondorf, der hat natürlich so eine gesunde grüne Hautfarbe. Was macht das für einen Sinn? Überhaupt keinen. Das Spiel steckt einfach voller Logikfehler. Und Lilith Wars? Und Lilith Wars? Hör mir bloß auf. Hier, hier, so ein geisteskranker Hase schreit die ganze... Du Berrerol, du Berrerol.
voll kacke eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Mal ehrlich. Warum besteht die Lilith Crew, die Star Fox Crew, warum besteht die aus Tieren? Ich meine, warum ist das so ein Zoo? Warum bekämpfen sich gegenseitig Fuchs und Wolf, Falke und Chamäleon, Schwein und Frosch und Schwein und Hase meine ich, Frosch und Affe, warum bekämpfen die sich? Ich verstehe es nicht. Das macht einfach keinen Sinn. Oh, wir sind die lustigen Space-Tiere. Wir kämpfen im Weltraum. Es ist einfach schrecklich. Die Hälfte hast du bereits drin. Wenn man so etwas fabrizieren konnte. Dann diese komischen, völlig übertriebenen Nova-Bomben, die alles in die Luft jagen. Mal eben in Area 6 und ganzes Minenfeld mit einer Bombe. Oh! Völlig übertrieben, gewaltvoll das Killerspiel. Muss ich mir vorstellen, du knallst da tausende von Aliens ab, nur weil Fox hier irgendwie denkt, oh, ich bin hier der große Held, müssen tausende von Aliens dran glauben. Das ist irgendwo, ist das einfach nicht nett, was da gemacht wurde. Ich meine, wenn man jetzt mal sich überlegt, dass das Spiel ja eigentlich auch für Kinder ansprechend sein soll, ich habe schon wieder völlig Mist hier mit der Straße gebaut. Ist ja egal. Das ist einfach nicht kinderfreundlich. Hallo? Ich meine, die kämpfen im Weltraum. Da hängen einfach viele Schicksale dran. Für euch ist es, wenn ihr so ein Raumschiff abballert, ist das nur ein weiterer Hit in eurer Punktzahl. Aber ihr müsst ja bedenken, da hängen ganze Familien dran. Wenn ein so ein Raumschiff abgeschossen wird, der Pilot, der kann die Familie, die er hat, ja, die wird um ihn trauern, die Familie kann nicht mehr ernährt werden und dann stirbt die Familie, ja. Es ist eigentlich voll grausam, was in Lilith Wars abgeht. Und sowas wollt ihr spielen, sowas soll ein tolles Spiel sein? Wirklich nicht. Das geht einfach nicht. Also, genau wie bei Ocarina of Time, ich meine, wie viele Leute sterben da? Das ist einfach schrecklich. Einfach, ich verstehe nicht, wie man sowas machen konnte, wie man Kinder so mit dem Tod anderer Menschen einfach da konfrontiert und was mache ich da eigentlich? Du hast noch 30 Sekunden. Ja, und deswegen, es sind einfach wirklich die schrecklichsten Spiele aller Zeiten, einfach weil sie so brutal sind und weil sie einfach irgendwo keinen Sinn ergeben. Hier Space-Tiere und kleine Jungen, die meinen, hier die ganze Welt retten zu müssen. Das passt einfach nicht. Und da hätte ich mir etwas mehr Fingerspitzengefühl von Nintendo gewünscht, dass so eine Scheiße einfach nicht fabriziert wird. Sind wir durch? Jetzt sind wir durch. Okay. Gut, du hast deine Aufgabe erledigt. Sehr gut. Und ich habe ein Kraftwerk gebaut. Ziemlich nah am Wohngebiet. Das war sehr blöd. Das ist egal. Die Leute wird es schon nicht stören. Das war grausam, oder? Das war sehr grausam. Wieso? Du weißt ganz genau, wie viel mir diese Spiele bedeuten. Ja, deshalb ja. Und du hast die Sache mit der Familie angesprochen. Jetzt wirst du immer dran denken, wenn du Lilith Wars spielst. Dass ja. Du da auch Familie mit zerstörst. Das ist wirklich so, ja. Fox killte einfach mal eben alle, ohne drüber nachzudenken, der da drin sitzt, muss er vielleicht irgendwie eine achtköpfige Familie ernähren oder so. Nö, kümmert er sich nicht drum. Im nächsten Part gibt's auch wieder eine Strafe. Ach du Scheiße. Mhm. Nee, eine Strafe ist es nicht, sondern eine Aufgabe. Keanu meint mir Aufgaben stellen zu können. Kann ich auch. Ja. Sehr gut. Ja, das ist ja eine Bedingung dafür, sonst wäre das Ganze hier ja keine Strafe. Ich meine, immerhin bauen wir uns hier eine schöne Stadt auf. Das kann keine Strafe sein. Ich habe schon wieder Mist gebaut. Ich will, dass die Straße da reinführt. Du hast das in jedem Zeichen schon wieder gebaut. Ja, dann musst du... Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Wir haben noch eine knappe Minute. Ja, die Straße, die von unten kommt, musst du dann auch da reinhauen. Ja, genau. So, ich baue jetzt nochmal hier hin. Eine, zack, so, und hier hoch. Genau. Ja. So, und diesen Zipfel, da kannst du komplett wegplanieren. Ja, das denke ich auch. Das ist ja Blödsinn. Die führt einfach ins Nichts, diese Straße. Ja.
Es führt eine Straße nach nirgendwo. Kennst du das Lied? Hieß das so? Ja, egal. Ich glaube, das hieß so. Naja, mach mal. Ja, Leute, wir haben noch $8,479. Was werden wir dann mit dem nächsten Part anstellen? Ich werde das weiterfahren. Mhm.